herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich bin Eva und ich heiße euch auf meinem Kanal Bild in Buchstaben, heiße ich euch willkommen. Und ich habe heute wieder mal ein Neuzugänge-Video für euch. Ich weiß, der letzte Beitrag dazu ist noch nicht allzu lange her. Der war allerdings ja auf den Juli bezogen und jetzt bin ich schon im August. Also es sind die Neuzugänge August, die ich heute für euch habe und ich hoffe, da kommen nicht noch mehr, damit ich nicht zu viele vergesse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und zwar habe ich so einen ganzen Packen hier, der neu bei mir angekommen ist. Ein Verlagsbuch, ein Buch, das ich aus dem letzten Monat noch habe, das ich gewonnen habe. Und ich habe aus zweiter Hand Bücher gekauft und die stelle ich euch heute alle einmal vor. Auch wenn ihr das eine Buch schon gesehen habt, ich fange jetzt mal mit dem Buch an, das eigentlich noch in den Juli gehört, weil ich es in Stuttgart bekommen habe, gewonnen, ertauscht, erwürfelt habe. Auf dem Stuttgarter Stammtisch spielen wir ja immer das Bücherwürfeln und jeder, der quasi ein altes Buch mitbringt, darf mitspielen und kann ein neues Buch mit nach Hause nehmen. Und ich habe diesmal tatsächlich das erste Mal mitgemacht und habe letztendlich so gesehen sogar mein Wunschbuch bekommen, das einfach mein Favorit in dieser Runde war. Lange Rede, kurzer Sinn. Dies ist das neue Buch, das ich bei mir zu Hause in mein Regal stellen darf. Neil Schusterman. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie man das am besten ausspricht. Skyde, die Hüter des Todes. Und es ist tatsächlich ein Leseexemplar, so wie ich das sehe. Ja, Leseexemplar aus dem Sauerländer Verlag. Liebe Buchhändler, das müssen Sie lesen, lautet, naja, die Anweisung. Es kommt auf jeden Fall aus den USA, es ist ins Deutsche übersetzt worden und 2016 hat das da wahrscheinlich ganz schön die Ranglisten gesprengt, so wie sich das anhört. Hier vorne steht auch nochmal drinne, voraussichtlicher Erscheinungstermin ist der 21. September 2017. Wir bitten Sie, Rezensionen nicht vor diesem Termin zu veröffentlichen und wir danken für Ihr Verständnis. Das ist natürlich selbstverständlich. Ich wage mal zu behaupten, dass ich viel früher sowieso nicht zum Lesen komme. Jetzt suche ich für euch aber einmal ganz schnell die Inhaltsangabe. Weil es in dem Buch selbst tatsächlich keine Inhaltsangabe gab, habe ich mir jetzt mal schnell mein Handy geschnappt. Und Sterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen. Die Menschheit hat die perfekte Welt erschaffen, aber diese Welt hat einen Preis. Keetra und Rowan leben in einer Welt, in der Armut, Kriege, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben. Und die Entscheidung über Leben und Tod treffen die Skyde. Sie sind auserwählt, um zu töten. Sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Sie sind die Hüter des Todes. Aber die Welt muss wissen, dass dieser Dienst sie nicht kalt lässt, dass sie Mitleid empfinden, Reue, unerträglich großes Leid. Denn wenn sie diese Gefühle nicht hätten, wären sie Monster. Als Citra und Rowan gegen ihren Willen für die Ausbildung zum Skyde berufen werden und die Kunst des Tötens erlernen, wächst zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Doch am Ende wird nur einer von ihnen auserwählt und dessen erste Aufgabe wird es sein, den jeweils anderen hinzurichten. Der erste Band der internationalen Bestseller-Trilogie. Ich freue mich total, dass ich dieses Buch aus Stuttgart mitnehmen durfte und ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Leseerlebnis. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt und ich weiß leider nicht mehr, wer es in den Ring geworfen hat, aber ein dickes, fettes Dankeschön an dich, falls du dieses Video gucken solltest. Und weiter geht es mit dem Buch, das ihr vermutlich eben schon gesehen habt. Es hat mich überraschend eine Verlagspost erreicht und ich habe sie in einem Stream zusammen mit euch live geöffnet. Und wer diesen Stream schon gesehen hat, der weiß natürlich, dass es der zweite Band von Vedora ist. Markus Heitz. Ich habe tatsächlich nicht nachgefragt beim Verlag, soweit ich weiß, sondern das Buch ist einfach bei mir eingetrudelt. Ich habe mich so ultra gefreut. Und ist das Cover nicht schön? Ich finde dieses Cover total schön. Diese Farben sind sehr dezent. Also, Vedora, Schatten und Tod, der zweite Band. Ich lese euch jetzt tatsächlich mal nicht vor, worum es geht, einfach weil es der zweite Band ist. Aber ich kann schon mal so viel verraten. Es geht natürlich wieder in die Hauptstadt, nach Vedora, in die Wüste. Und wir treffen tatsächlich wieder auf Tumaja und Leothyn. Das sind unsere Charaktere aus dem ersten Band. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die nicht nochmal wieder treffen, weil es ja heißt, dass man die Reihe, also die Bände, unabhängig voneinander lesen kann. Deswegen bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Dieses Buch ist übrigens gerade Anfang der Woche erschienen, wenn mich nicht alles täuscht, oder Ende letzter Woche. Es ist also auf jeden Fall Druck
frisch und ich freue mich, dass es in meinem Regal steht. Und jetzt geht's hier an diese wundervollen Päckchen. Ich habe tatsächlich zwei davon. Und zwar hat Niki Paula mal ihr Bücherregal aussortiert und da habe ich doch spontan zugegriffen. Deswegen mache ich dieses erste Paket jetzt mal mit euch zusammen auf. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, welche Bücher sich darin befinden. Das heißt, es ist für mich auch eine kleine Überraschung. Also klar, ich habe die Bücher ausgewählt und ich habe sie auch bezahlt. Aber ich erinnere mich einfach nicht mehr. Das heißt, also das ist echt das Gute an einem löchrigen Gedächtnis, weil man vergisst, dass man irgendwas bestellt, gekauft hat oder so. Und dann ist es eine Überraschung Nummer zwei. So. Ich sehe hier schon Gebamsel und eine nette kleine Tüte, so eine kleine Überraschungstüte. Und über ihr aktuelles Buch eine kleine Info und ich glaube, da sind auch Postkarten und ein Lesezeichen mit drin. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Niki. Das freut mich total. So, und hier. Ich sehe schon, es ist ein dickes Hardcover. Ja! Michael Grant, Gorn, Rache. Ich kann die Reihe endlich weiterlesen. Ich weiß nicht, ob ihr es hier seht. Das Telefon klingelt. Ich glaube, ihr seht es tatsächlich nicht, aber irgendwo in meinem Regal steht der erste Band, der leider gerade nicht, also ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der Titel ist. Und jetzt kann ich weiterlesen. Wobei das Witzige tatsächlich ist, dass ich hier Band 4 habe. Ich dachte mir eigentlich, dass das vielleicht Band 2 ist oder so. Also ich habe tatsächlich erst den ersten Band und ich habe auch erst den ersten Band gelesen. Aber ich weiß, dass es eine Reihe ist, die ich auf jeden Fall weiterlesen möchte. Deswegen habe ich hier Band 4. Nein, es war mir tatsächlich nicht bewusst, aber ich denke mal, ich werde jetzt Stück für Stück die Reihe einfach zusammensuchen und zusammenkaufen, damit ich dann im Endeffekt die gesamte Reihe einmal durchlesen kann. Weil der erste Band hat mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ich war mal ein bisschen traurig, dass ich es nicht weitergelesen habe. Also, Band 4 ist schon da. Yay! Yeah. Hier, wollen wir dann auch mal in Paket Nummer 2 reingucken? Ich weiß gerade nicht, was da drin ist. Auch ein Hardcover! Yay! Ashes, Ashes von Joe Treggiari. Aus dem Ars Edition Verlag. Und ist das nicht ein schönes Cover? Ich finde das Cover sehr, sehr schön. Ja. Ashes, Ashes. Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Tödliche Epidemien, Tsunamis und Klimakatastrophen. Die 16-jährige Lucy hat das Ende der Welt kommen und gehen sehen. Als eine der wenigen Überlebenden eines tödlichen Virus versucht sie sich in den zum Dschungel gewordenen Ruinen von New York durchzuschlagen. Doch Lucys Welt ist voller Bedrohungen. Gefährliche Diebe und skrupellose Plünderer streifen umher. Als eine Horde wilder Hunde sie jagt, gelangt sie ans Ende ihrer Kräfte. Doch wie aus dem Nichts taucht Aiden auf, ein Junge, der ihr hilft, der tödlichen Meute zu entkommen, und sie überredet sich, seiner Gruppe von Überlebenden anzuschließen. Aber auch diese kleine Gemeinschaft wird bedroht und langsam beginnt Lucy zu ahnen, dass sie selbst das Ziel der nächtlichen Überfälle ist. Etwas an ihr scheint anders zu sein, doch was ist Lucys Geheimnis, das für die letzten überlebenden Menschen Bedrohung und Erlösung zugleich ist? Das ist ein Dystopie-Roman und Eva mag Dystopien. Ich mag Dystopien sehr, 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 sehr gerne und dieses Buch ist bereits vor einigen Jahren erschienen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau wann. 2011. Es ist 2011 erschienen, das ist schon 6 Jahre her. Und so lange bin ich tatsächlich schon dabei, das immer mal wieder ins Auge zu fassen. Und als ich jetzt die Möglichkeit hatte, das gebraucht zu bekommen, habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und freue mich auf jeden Fall, dass es mich mittlerweile erreicht hat. Auch danke dafür, liebe Niki. Und das waren sie auch schon wieder, meine 4 Neuzugänge. Wobei ich sagen muss, eigentlich sind es nur 3. Dass Skite, also die Hüter des Todes, ja eigentlich in den Juni gehört. Ich habe es ja nur vergessen mit ins Video zu nehmen, weil ich manchmal doof bin und in letzter Zeit ständig was vergesse. Also ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt nichts vergessen habe, weil ich aber der Meinung bin, dass ich immer alles schön hier aufgestapelt habe und dass auch nicht unbedingt noch mehr bei mir eingezogen ist, weil ich ja eigentlich versuche zu sparen und meinen Sub nicht zu erweitern. Dass ich jetzt alle Bücher erwischt habe
und euch auch alle vorgestellt habt. So gesehen sind es 3 plus ein Neuzugang. Ja, ich kenne meine aktuelle Zahl vom Sub gerade nicht. Ich schreibe sie euch aber wieder hier unten hin. Oder da oben hin, irgendwo hier schreibe ich sie euch hin. Dann könnt ihr nachschauen, wie mein Sub gerade ist. Guckt gerne unten in der Infobox vorbei. Ich verlinke euch einfach mal meinen Sub auf dem Blog. Und da habe ich immer auf jeden Fall eine aktuelle Zahl stehen. Ja, und jetzt interessiert mich, kennt ihr einige dieser Bücher schon? Sie sind ja teilweise etwas älter. Also zumindest Ashes und Gone sind ja auf jeden Fall ältere Exemplare. Und im Gegensatz dazu ist Vedora neu. Und Skite ist ja auch total neu, deswegen schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ich würde mich super freuen. Ja, und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in den Kommentaren wieder oder in einem meiner anderen Videos. Bye, bye!